Waldbrände sind am Wochenende am norditalienischen Lago Maggiore Wohngebieten gefährlich nahe gekommen. Videos der italienischen Feuerwehr zeigen Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Feuerwehrleute und Freiwillige konnten verhindern, dass die Flammen auf die Ortschaften San Bernardino Verbano und Angera übergreifen. Das Feuer war am Mittwoch ausgebrochen und hatte sich auf einer Fläche von rund 10 Hektar ausgebreitet. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. Die Schäden an der Vegetation seien jedoch beträchtlich.